Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Heute mal was ganz Besonderes. Ich habe gedacht, ich mache ein Q&A und antworte euch mit Liedern. Viele haben Fragen zur Musik gestellt. Ich beantworte jetzt einfach mal die, die ich mit einem Lied beantworten kann. Ich habe da auch keine große Nummer draus gemacht, sondern einfach ein bisschen was zusammengesucht und versuche das jetzt hier möglichst schnell zu machen. Zum Beispiel fragt x-jan-s-x, wie geht es dir? Da würde ich sagen, mit James Brown, I feel good now, tiki-wee-wee-yo, I know that I would now, tiki-dee-wee-yo, I feel good now, tiki-doo-dee-dee-doo, I know that I would now, tiki-doo-dee-dee-doo, I'm so good to goo-goo, so good to goo, I got you, doo-doo-doo-doo. Trüsack fragt, was hat dir gezeigt, dass du dich für Musik interessierst? Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, music of the past. To live without my music would be impossible. Für morgen zum 8:45 doch gar nicht so übel. Soram Gold WP fragt, ist Oskar manchmal frech? Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal könnte ich. Ich hab dich wirklich lieb, aber manchmal würde ich dir so gerne. Einige andere, aber auch 2003-Ehrei fragen, wie finden Sie das neue deutsche Rap allgemein? Ihre Meinung dazu? Ja, dazu würde ich sagen, Respekt ist unsere Aufgabe, Respekt. Ist unsere Aufgabe, Respekt, ist unsere Aufgabe und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Eine Frage, die ich direkt einfach beantworte, welche Musik hörst du privat am liebsten? Ich höre tatsächlich sehr viel so chillige Hausmusik, Vocal House, Tom Misch höre ich gerne, Jazz, Funk, House-Mischungen, mag ich am liebsten. Wie kamst du dazu, Piano zu spielen, fragt Simon 0.3. Als ich ein kleiner Junge war, da fragte ich meine Mama, wie wird man ein Musikgenie? Sie sagte, ohne Übung nie. Also genau genommen, ich war 5 Jahre alt. Alicia MVB fragt, gibst du auch Unterricht? Nein. Nikolas 5631, wie alt bist du? 51. Roberto Badic, hattest du schon mit 5 einen Klavierlehrer? Ja. Welches außergewöhnliche Instrument ist dein Favorit? Nicht Gitarre, Flöte, Saxophon. Das ist für die leisen Töne. J-1893 fragt, was ist dein Lieblingslied? Und es schneit in meinen Gedanken. Und es weht kalt durch meinen Sinn. Und meine Träume umranken Eisblumen, als wär's Januar. Darin schlaft noch nicht ein. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo aufgenommen. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch. Devi David fragt, was spielst du, wenn du traurig oder unglücklich bist? Hesel Victoria, was hast du für einen Schulabschluss? Abitur. Nadines Point of View fragt, nervigstes Geräusch. Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one bites the dust. Trampolin Star 19, bist du der beste Musiker der Welt? Nein. Dieser Juli, welche Blumen stehen bei euch im Garten? Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rosen, Tulpen, Narzissen, leisten sich heute die kleinen Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf dem Balkon, hollari, hollari, hallala. Chantal-154 fragt, was halten Sie nun vom Kratzer in der Felge vom Tesla? Dieser kleine Kratzer macht mich nicht mal sentimental. So ein kleiner Kratzer, wenn ich mir den ansehe, ist mir einfach nur egal. So ein kleiner Kratzer, dieser kleine Kratzer ist mir total egal. 2006, Janni fragt, spielst du auch Gitarre? Gabro, welcher ist dein Lieblingssong von Queen? Love of
Freddie Mercury eigentlich höher singt als ich, ist euch schon klar, ne? Davy David fragt, welche Zeit hat dich musikalisch am meisten geprägt? When I was young, it seemed that life was so wonderful. America, always beautiful, magical. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Es war wirklich sehr kurz. Ich habe das hier nur sehr einfach aufgenommen. Wenn ihr Songs hören wollt, die ich richtig aufgenommen habe, dann verlinke ich euch hier nochmal den letzten. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß dran gehabt, kommentiert, abonniert und liked fleißig. Folgt mir auch auf Instagram als dieser Dad und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.